Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu tintenschockierenden Kämpfen über Splatoon 3. Ja, vom letzten Mal haben wir hier ein bisschen über Sekunde da hinten das schrecklichste Level aller Zeiten gespielt. Nee, im Ernst, es war wirklich einfach nur schrecklich das Ende. Also nur mit Tintenschock arbeiten. Okay. Das heißt aber, ich kann ihn auch durchgehend einsetzen. Ich bin vom Prinzip her unbesiegbar. Ey, wo das letzte Level einfach nur zum Kotzen war, ist das hier einfach geschenkt. Habe ich die Platte unter meinen Füßen verschwinden lassen? Oder was ist da gerade passiert? Ich glaube, ich hätte eigentlich auf der Platte stehen müssen. Aber irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Und tschüss. Ich sagte tschüss. Das ist doch mega easy. Das Level ist geschenkt. Tschüss. Macht es mir doch nicht so einfach, indem er mir den Tintenschock unendlich oft gibt. Easy. Also wenn ich den spammen kann, dann ist es einfach nur geschenkt. Echt, doch, ja, aber es ist wirklich viel zu einfach, wenn ich den unendlich nutzen kann. Boing. Ciao, Platte. Kommst du bitte wieder zurück? Tschüss. Ist so einfach. Was ich unglaublich finde, ist, dass es den Tintenschock hier nicht als Spezialfähigkeit in den Online-Runden gibt. Das finde ich einfach nur unglaublich. Ist eigentlich so eine coole Fähigkeit. Gehen wir da unten gucken. Eine Nachricht. Mensch, des Wachstums legen Krebstiere wie der Palmendieb ihre Panzer ab, um weiter wachsen zu können. Sonnig verstärkt dieses Verhalten. Deswegen Krebstiere in Splatsville weitaus größer werden als in anderen Regionen. Okay. Interessantes Hintergrundwissen. So, mit der Heldenausrüstung hier jetzt durch. Ah, man sieht das Ziel sogar schon. Den Fernflexfeuer. Ah. Ich sehe schon. Easy.
Also hier ist es einfach nur, weiche den Scharfschützen aus. So, das war ein Scharfschütze. Doch mega einfach. Jetzt muss ich nur den Weg nach oben suchen. Da ist er. Ja, ich habe ihn gerade T-Bag. So, sollte reichen. So, weg mit dir. Jetzt ist nur noch der da oben. Wenn ich mich richtig positioniere, kann ich den treffen. Dann bin ich schon mal ein los. Aua. Ich darf nicht vergessen, dass ich den Tintenschock habe, als ob ich jetzt wieder von unten anfangen muss. Wir sehen uns da oben wieder. So, Leute, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe gerade gesehen, dass man hier auch darüber kann. Das hat bestimmt irgendeinen Sinn. Okay. Versuche diesmal nicht den anderen da auszuschalten. Natürlich falle ich runter. Zum Glück komme ich schnell wieder hoch. Die hebe ich mir eben kurz mal auf. Vielleicht trifft die ihn ja da oben. Schade, tut sie nicht. Aber wir können trotzdem ihn ausschalten. Oder auch nicht, weil ich nicht richtig treffe. Aus dem Weg. Schon doof, wenn er aus zwei verschiedenen Winkeln die Sniper auf einen zielen. So, jetzt. Erstmal den weg. Aus dem Weg. Ich nehme jetzt die und sag Sayonara. Ey, das ist ein Witz. So, tschüss. Ey, ich wegen dem einen jetzt nochmal das komplette Level nochmal neu hochkraxeln musste. Das geht einem so hart auf die Nerven. Wegen so einem kleinen, ne? Ich habe jetzt auch die Kisten auf mich hauptsächlich in Ruhe gelassen. Wir machen hier heute noch den Sektor 5 fertig. Mindestens das letzte, was ich tue. Ja, schön, das ist eine Info, die kannte ich schon. Sind es jetzt nur noch die zwei Level? Ne, es sind noch drei. Wisst ihr was, Leute? Der heutige Part wird sonst eventuell einfach ein bisschen länger. Ich
nehme nicht den Klotzer. Ich habe was mit Sheen gelesen, dann nehme ich nicht den Klotzer. Warum fehlt da was? Wegen diesen beiden unscheinbaren Schaltern. Energie ist voll. Mit dem Platscher ist das hier mega easy. Ich hätte jetzt geschrien, hätte es nicht rüber geschafft. Ich wollte doch nur auf den Checkpoint. Mann. Manchmal ist dieses Spiel einfach nur frustrierend. Mit der Bombe ging jetzt besser. Als einfach drauf zu schießen. Okay, kein versteckter Schalter. Ich hätte jetzt fast nicht bemerkt, dass man da springen muss, ne? Da auf der Rückseite, oder? Natürlich auf der Rückseite. Wo denn auch sonst? Zum Glück fällt man hier wenigstens nicht komplett runter. Okay, wir sind hier fast fertig. Der findet hier nichts. Das ist schön. Wieder mit dem Sprung, ich will nicht. So, und da ist auch noch ein Level. Zwei Level haben wir noch vor uns. Hier ist definitiv was versteckt. Ich will mich erst umgucken, eventuell Anchovium. Ob hier nichts wäre. Als ob hier nichts ist. Gott sagen, Spiel, ich glaub dir nicht. In 1000 Jahren glaube ich dir nicht, dass da nichts ist. Mann, auf jeden Fall die letzten beiden Level hier noch. Und ich will noch das restliche Zeug hier finden. Was vom Prinzip her nur noch der Ballon ist. Den machen wir jetzt zuerst. Weil der wahrscheinlich länger dauert. Um Gottes Willen. Warum sind die Level manchmal so schrecklich? Oh, hab ihn noch bekommen. Ich hab's geschafft, okay. Knusprige Braten in der Senkluft. Im wahrsten Sinne des Wortes, schwitzige Schale, Radelspaß. Hashtag.
Okay, hier, der sagt mir aber trotzdem noch, dass hier was ist. Eventuell meint er den Ballon da, deswegen mache ich den jetzt zuerst kaputt, bevor ich auf Suche gehe. Wenn ich ihn mal treffen würde. So, hab ihn. Ne, hier ist immer noch irgendwo was. Na gut, da hätte ich mir denken können. Jetzt haben wir hier alles eingesammelt. Jetzt machen wir noch die letzten beiden Level. Boah, ich muss schon sagen, hier Sektor 5 hatte mit Abstand die nervigsten Level bisher. Und danach haben wir ja immer noch einen Sektor vor uns, ne? Paligraph zusammen mit Schaffsprung. So, weg. Tschüss. Pinsel mag ich mehr als so ein Kalligrafen. Tschüss. Die dünnen Pinsel, die sind viel schneller. So, tschüss und tschüss. So. Du, mein alter Feind. Lass mich raten, ich wäre einfach nur hier rüber gekommen. Ja, das wollte ich testen. Klar, dass hier oben was ist. So, euch kriege ich. Oder auch nicht. Easy. Oh, da hinter dem Ziel ist was. Muss ich mir aber von oben, glaube ich, holen. Oder von hinten. Oder gar nicht. Wo ist der Punkt, wo man da dran käme? Weiß ich nicht und ich habe nicht Bock, es rauszufinden, weil ich dabei drauf gehen würde. So, Leute, ich weiß, die Folge ist hier schon recht lange, aber wir machen trotzdem das Level da unten noch. Wenn nicht, dass ein Level jetzt für die nächste Folge übrig bleibt. Mann, wir sind doch fertig. Oh, wir haben hier den Knallschwopper. Der Knallschwopper ist der einzige Schwopper, den ich mag. Weil der macht so eine Explosion, wenn der aufkommt. Halt wirklich nur, wenn er den Boden trifft. So. Einmal das Vieh angreifen, dann passt das schon. So, tschüss. Easy. Mit dem Knallschwupper geht's. Easy. Das wird ekelhaft.
Keine Tinte mehr. So. Wenn man noch Tinte hat, dann kriegt man die auch tot. Ich wollte gucken, ob hier oben noch irgendwie was ist. Man merkt, warum ich den Knallschwupper mag, ne? Der macht halt einfach übelst gut Schaden. Ja, wenn ich nah genug dran stehe, treffe ich auch den da hinten. Stirb. War mir jetzt egal, dass ich Schaden nehme. Sicher ist sicher. War da noch irgendwas? Hi. Okay, Leute. Wir haben es so langsam fast geschafft. Wir haben noch Sektor 6 bei uns. Das Archiv lese ich beim nächsten Mal vor. Weil die Folge jetzt schon recht lang ist. Ich denke mal nach Sektor 6, wenn wir alles abgeschlossen haben, kommt da eventuell noch irgendwas. Da oben ist auch irgendwas Glitchartiges. Fällt mir jetzt erst auf. Ja. Wenn es euch gefallen hat heute, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.